Ey, das ist so krass. Eivor, da bist du ja. Ich habe etwas für dich. Ah, Eine, nee, nun da ist er ja, doch. seltsame Nachricht. Gerade rede ich von ihm. Sprechen, der Brief. Du hast etwas für mich? Worum geht es? Ein Brief. Man erbittet deine Anwesenheit im Südwesten, in einem Dorf namens Ettelnay. Nun, ich werde oft gerufen. Was ist daran so besonders? Mich wundert nicht der Empfänger, sondern der Absender. Die Nachricht wurde mit armer Mitstreiter Christi signiert. Schon wieder? Unser geheimnisvoller Helfer. Eine Zeit lang dachte ich, es wäre Basim, der uns die Namen dieser Ziele übermittelt. Das schien mir das Wahrscheinlichste. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Vielen Dank, Heiter. Ich kümmere mich darum. Brief von armen Mitstreiter Christi. Eivor vom Ravenclan Mercia. Der Orden der Ältesten ist nahezu vernichtet und dein gutes Werk in Engerland fast vollbracht. Ein Ketzer bleibt noch, der Großmagister dieses abscheulichen Ordens. Solltest du deine Arbeit zu Ende bringen wollen, komme nach Ettelney im Nordwesten Hamptonshires und wir besprechen die Mittel und Wege, mit denen du dieses letzte flüchtige Ziel finden kannst. Wer ist dieser Mitstreiter Christi? Wer soll das sein? Wahrscheinlich, aber ich gehe erstmal zur Randvi. Wenn ich schon da bin. Bericht erstatten. Hamptonshire ist gefallen. Und mit ihm das Königreich Westsexe. Doch der Preis war hoch. Vielleicht zu hoch für das, was wir erhielten. Ruh dich aus. Das hast du dir verdient. Zu viele mussten leiden. Die Zeit wird zeigen, ob es das wert war. Okay. Bündnis geschlossen. Der Gudrun ist da jetzt der König im Prinzip. Engerland ist Engerland befriedet. Du hast ganz Engerland befriedet, aber noch nicht alle Wunder dieser Welt gesehen. Erkunde sie weiter und schreibe deine Sage fort. Das habe ich schon. Ich habe alles gesehen schon. Okay. Dann gehen wir mal zu dem Mitstreiter Christi, wer auch immer das sein soll. Okay, wir sind da. Alles in Ordnung? Ja, hallo. Ich wollte eigentlich nicht stören, aber ich suche jemanden. Und wer soll das sein? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann gut sein, dass du ihn deshalb nicht findest. Du kannst dich aber gerne hier umsehen, wenn du willst. Ich danke dir. Er chillt sich einfach hin. Okay. Das sind Seelenkuchen, mein Herz. Weißt du, was das ist? Und ob. Ich liebe sie. König sie sind Alfred? Ziemlich klein, gerade so groß wie eine Faust und verbrennen schnell. Also gib gut Acht. Und die Butter, soll ich sie bestreichen? Das musst du nicht. Die Butter brauchen wir fürs Abendessen. Ich freue mich darauf. Also dann werde ich sie dir überlassen, falls du mich brauchst. Ich bin Ich verstehe es gerade nicht. Ein herber Rückschlag gegenüber deinem letzten Posten, Herr. Als ihr Gast habe ich eingewilligt, bei der Hausarbeit zu helfen. Sie bieten mir ein Bett, ich bewache die Kuchen. Kommt es Ihnen nicht seltsam vor, Ihrem König Befehle zu geben? Oder wissen Sie es nicht? Das Wissen würde niemandem etwas bringen. Ich las deine Nachricht. Du hast keine Mühen gescheut, um dich selbst als dieser arme Mitstreiter Christi zu verstecken. Was? Wenn ich mich recht entsinne, hast du dir sogar selbst einen Brief in Winchester geschickt.
Ziemlich gerissen. Der Orden wollte meinen Tod. Ich musste vorsichtig sein. Du sagtest damals, du wüsstest nichts vom Orden. Du hast dich dumm gestellt. Und doch wusstest du alles. Ihre Namen, ihre Pläne. Gehst du ein paar Schritte mit mir? Okay. Du siehst gut aus, Eivor. So fühle ich mich auch. Die Kriege sind vorbei und meine Siedlung gedeiht. Die Kriege sind nicht vorbei. Du hast nur aufgehört zu kämpfen. Doch Menschen schmieden weiter Pläne in den Methallen und Schlafzimmern. Du wirst sehen. Und wie geht es dir, Elfred? Gewöhnst du dich an den Gedanken, nichts Besonderes zu sein? Mir geht es gut. Viel besser als gedacht. Dieses Exil hat mir eine Art beruhigenden Frieden gebracht. Jeden Morgen wecken mich die Sonnenstrahlen und die Kormorane. Ich bade im kalten Sumpfwasser, esse von Sträuchern und trinke aus Eimern. Ein wahrlich gutes Leben. So einfach. So selig. Was ist denn jetzt? Ich war noch nie so weit im Westen. Ich finde es äußerst friedlich hier. Beruhigend. Ich kam einen langen Weg für diesen einen Namen, Elfred. Wer ist der Großmagister des Ordens? Hey, das ist doch Elfred, er selbst. Oder nicht? Sag deinen schattenhaften Freunden, Englerland wäre gesäubert. Du bist fertig. Er ist es. Was? Du. Ich wollte den Titel des Großmagisters nicht. Er fiel mir nach dem Tod meines Bruders zu. So wie ihm von meinem Vater. Er gibt ihn einfach so? Schänder von Gottes Erhabenheit und Würde. Ich war ihr Meister. Und ich verabscheute sie. Mit Godwin brachte ich einen Plan ins Rollen, den Orden von innen zu vernichten. Doch mein Ärger mit den Dänen verzögerte diesen Plan. Aber dein Ärger mit diesem Dänen führte zu ihrem Untergang. Du bist aus Nordwege, oder? Du hast ein gutes Ohr. Ich schulde dir meinen Dank, Eivor. Der Schlüssel zu meiner Schreibstube, den hast du dir verdient. Damit du verstehst, wie viel Gutes du getan hast. Da der Orden nun zerschlagen ist, bereitest du den Weg für eine größere Idee, die seinen Platz einnehmen wird. Ein allumfassender göttlicher Orden, beflügelt durch Gott für die Erneuerung der Menschheit. Mit einem armen Mitstreiter an der Spitze. Du rettetest Englerland. Ganz gleich, ob es deine Absicht war. Und jetzt lass Englerland dich retten. Alter, was? Englerland gibt es nicht mehr, Herr. Du bist der Letzte seiner Könige. Und doch hast du kein Königreich. Sieh dich um. Gottes Werke sind wunderbar. Niemand kann sie leugnen oder ihnen widerstehen. Mit der Zeit werden all die aufblühen, die Gott anerkennen. Und alle, die ihm trotzen, werden vergehen. Solltest du in Englerland bleiben, wirst auch du eines Tages ein Untergebener. Oh, verflixt. Die Kuchen sind verbrannt. Wo steckt dieser Mann? Junger Mann, wo hast du dich verkrochen? Mist. Jetzt werde ich wieder Laken waschen müssen. Wer weiß, ob wir uns wiedersehen, Eivor. So Gott will, begegnen wir uns vielleicht als Herrscher. Ich komme, gute Frau. Hier bin ich. Uiuiui. Ui, ui. Okay, was ist das für ein Schlüssel? Und der Orden ist jetzt einfach zerschlagen? So? Elfred gab mir den Schlüssel zu seiner Schreibstube. Sie ist irgendwo in Winchester. Grundgütiger. Was? Gute Frau, verzeih mir. Der Orden ist... Leute, besiegt? Einfach so? Okay, aber was ist dieser Schlüssel? Das interessiert mich jetzt. Das heißt, habe ich jetzt... Ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich glaube, dort ist Thors Mantel. Nee, den zurück. Mit deinem Assassinenhaus. Ah, okay.
Okay, dann gehe ich ganz kurz. Warte mal. Wo muss ich denn irgendwo in. Irgendwo in Winchester, hat er gesagt, gell? Okay, dann. Ups, dann spawne ich mal kurz rüber. Wieso nicht verfügbar? Sei's drum. Lass sie abkühlen, dann versuchen wir es erneut. Weise mich nur an und ich gehorche. Ich kann da nicht schnell reisen. Warum nicht? Ich hätte niemals gedacht, dass der letzte Ordensmitglied so einfach wird. Aber deshalb ist dieses Spiel brutal geil. Weil es seine Erwartungen so auseinandergenommen hat. Ich schwöre. Heftig. Ich kann da nicht schnell reisen. Komisch. Ja, dann reite ich halt rüber. Gunnar? Hä? Was ist mit Gunnar? Gunnar und Brigitte wollen heiraten. Was ist mit dir, Bro? Unter uns, Eivor. Ich fand schon immer, dass du einen Clan anführen solltest. Was tust du hier noch gleich? Komm einfach vorbei. Ich hab's vergessen, weißt du, all die Jahre. Nee, wegen der Hochzeit. Brigitte und du, wann wollt ihr euch vermählen? Ja, je früher ich sie zu meiner Frau mache, desto glücklicher werde ich sein. Aber wir können warten, bis sich hier alles beruhigt hat. Okay. Bringen wir dich unter die Haube. Genug gewartet. Lösch das Schmiedefeuer und bedecke den Amboss. Jetzt wirst du vermählt. Wundervoll. Sollen wir alle versammeln? Du holst deine Frau und deinen Mut. Ich hole die Leute zusammen. So. Gunnar, Brigitte, es ist mir eine Ehre, an diesem wundervollen Tag vor euch stehen zu dürfen. Wir feiern euer starkes Band und eure Hochzeit. Ich sehe vor mir eine Liebe, die mitreißend ist und stark. Ich möchte euch nun bitten, euren Schwur zu leisten. Liebste Brigitte, ich überreiche dir diese Klinge. What? In Flammen geschmiedet, die hell lodern, wie meine Liebe zu dir. Die Klinge ist scharf, wie dein Verstand, und schimmernd wie deine Schönheit. Möge ihr Klang der Süße deiner Stimme in meinem Ohr gleichkommen. Diese, okay. Seht, wie die Karte Zigarnar. Whatever I'm looking for, we'll be doing a heat of tea in Harriet. Ich verstehe sie mal auch nicht. Und ich dich. Ach, die hat gesagt, ich liebe dich, okay. Ich gebe dir mein Schwert und das Versprechen, für alle Zeit an deiner Seite zu stehen. Heed wie die Brüder, am Future und Heen. A Dissort, Hawaloch in Hope, a Premonition. Genau. Und dem Mount of Scrying, a Foresight, Paratoivi, a Sweeping Adventure, meeting sie. Tür enaid fel dim arall, a dyn a strong a bwret i gi, a fel as i ffys, a calon, yn hedfan dyr y tŷ. Wie poetisch, liebste. Ich fang gleich an zu weinen. Es ist hedfan efen gilydd, tra bywyd yn beyond. Ich gebe dir diesen Ring und nehme deinen an. Ich werde ihn mit Stolz tragen. Erfüllt von der wärmenden Liebe einer perfekten Frau.
Kiste euch endlich und fertig. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Umarme mich, Liebste. Wie die klatschen so. Schön. Außer die Serien, die so, ja man, geil. So. Okay. So, nochmal. Eivor ist am Kacken. Guck. Was ist los mit ihm? Schatz, ich muss dich wieder runterschmeichen. Genau. Okay. Sigurd, was sagst du dazu? Oh, Marcel, Alter. Was geht, Bro? Wie geht's dir? Hab dich vermisst, Alter. Ein komisches Gefühl, Bruder. Hochzeiten sind der Anfang von etwas. Doch das hier fühlt sich an wie ein Ende. Die erste glückliche Vermählung in unserer neuen Heimat. Wir sind gereift und herangewachsen. Also ja, ein Anfang und ein Ende, schätze ich. Oh, okay, gute Besserung. Mir geht's gut soweit, Bro. So, Haytham? Und wie sind die Hochzeitsbräuche in deiner Heimat, Haytham? Ähnlich wie diese? Fast jedenfalls, in allen wichtigen Aspekten. Ah, sehr cool, freut mich. Gelacht und umarmt. Und das ist alles, was man braucht, glaube ich. So, wie geht's euch? Gunnar, alter Fischkopf, Alter. Du heiratest, du Fisch. Ich auch nicht. Dabei habe ich so oft versucht. Brigitt, ich überbringe dir einen Willkommensgruß unseres Clans und unserer Familie. Du bist nun ein Teil von Gunnars Leben und von unserem. Ja, Bro. Ich bin am Ende. So richtig am Ende. Ja. Natürlich, ich. Wie gesagt, schön, dass du. Aber ich weiß noch nicht, ob es das Ende ist, ehrlich gesagt. Mal gucken. Auf jeden Fall ist der Orden schon mal alles futsch. Jetzt mal gucken, was noch passiert. Alvis, ich bin überrascht, dass du Braut und Bräutigam nicht mit ein paar Versen beglückt hast. Oh, das hätte ich gerne. Doch alles, was mir einfiel, waren Spott und Sticheleien. Nächstes Mal vielleicht. Okay. Die Seherin. Valka, ich wollte dir danken für alles, was du für mich getan hast. Meine Visionen haben nachgelassen und... Nun, es ist schwer zu erklären, aber ich fühle mich anders. Geerdet. Geeint. Im Reinen. Das freut mich zu hören, Eivor. Das freut mich sehr. Wow, Bastian. Ich weiß nicht, ob ich dich damit spoilern soll, wenn du das Game noch zockst. Willst du es wissen? Wenn ja, dann sage ich es dir. Du bist jetzt schon eine Weile bei uns, Reda. Bist du bereit, dich niederzulassen? Okay. Wurzeln zu schlagen? Für ein Jahr oder zwei gleich vielleicht, aber ich bin kein Nestbauer, eher ein Wanderer, stets suchend, nie findend. Wer weiß, eines Tages. Ich glaube, er ist nicht mehr da. Okay, ich sprich mal so lang mit Rand wie. Marcel, sag mal Bescheid, wenn du da bist, dann erzähle ich dir weiter.
Hallo, hallo. Ich glaube, das ist ein bisschen zu laut wieder. So ist, glaube ich, besser jetzt. So. Okay. Marcel, bist du da? Sag mir kurz Bescheid, ob du da bist. Test, test. Ich glaube, so ist gut von der Lautstärke her. Setze dich zur Rand wie. Das weiß ich schon. Ah, du bist wieder da. Ich freue mich. Was die So Macher viel sich dabei unseres gedacht Wohlstands haben, haben in wir dir zu Animes im verdanken. Animus und Ich bla weiß bla kaum, bla wo ich bla. beginnen soll. Heftig, heftig. Du bist meine treueste Freundin, Randvi. Meine rechte Hand. Meine stolzeste Verbündete. Ich gebe dir mein Wort, dass das immer so bleiben wird. Mit dir an meiner Seite bin ich glücklich. Sollen wir gemeinsam zurück zur Hochzeit gehen? Brigitte hält vielleicht noch eine Rede, die dürfen wir nicht verpassen. Okay. Wo wir gerade dabei sind, schon seit Gloucester Shire verstehe ich kein einziges Wort von ihr. Ach ja? Ich finde, sie drückt sich schön aus, beinahe poetisch. Ist das ein Scherz? Meinst du? Komm, wir sollten gehen. Ich gehe jetzt